So. Geht sterben. Ein Kurzschwert, Stoffhose. So. Die ziehe ich doch an. Die ziehe ich an. Oh, da ist noch einer. Und tot. Dankeschön. So, hier gibt's nichts. Doch, hier gibt's schon was. Ein paar nervige Skelettsoldaten, die doch gleich sich wieder hinlegen dürfen. Ein langer Gang, wo es nichts gibt. Ui. Weitschuss. Erfolg. Was war das denn? Ein Fellgurt. Oh, was ist da? Ein Grabwächter. Oh, und es gibt kein neues Wissen. Schade. Ja, dann schauen wir uns doch mal den Erfolg hier an. Achso, tötet 100 Monster aus der Entfernung von 45 Metern. Okay. Trag gleichzeitig einen Umhang und eine Handarmbrust. Mhm. Da sind wieder die machen Blitzschaden dazu. Timok Zahnmaler. Oh, der starb auf einmal. Auf einmal war er tot. Tot, abgestorben für das Leben. Unter Lebenden lebendig tot. Da ist noch ein Steinsack und da ist Gold drin. Und ich muss gähnen. Mittagsmüdigkeit tritt ein. Es ist Viertel nach 12. So, alles einsammeln. Geht sterben. Patsch, patsch, pam, pam, pum, pam, pim, pum, pam, patsch. Alles tot. Tot. Gut, da drüben. Oh, nicht getroffen. Und da haben wir den Teleport gefunden. Das ist ja wieder mal typisch. Die Krone ist gar nicht in dieser Krypta. Ja, ich habe dir doch schon gesagt, dass die in der anderen Krypta ist. Oh, ich wollte hier noch gucken und die EP holen. Außerdem kann ich damit das Let's Play in die Länge hinausziehen. Haha. Gut. Alles Gold, Gold. Reich. Über alle Maßen. Über alle Maßen reich. Geht sterben. So. Ihr da auch. So, damit hätten wir die erledigt. So, oh, ich frage mich, wie das Spiel in 3D, also von in Third Person, weil das Spiel in Third Person Ansicht wäre schon der Hammer. Wow. Ich bin unsichtbar, ich bin unsichtbar. Naja, also das Unsichtbar ist zwar schön und gut, aber leider bringt das auch nicht so viel. Ich glaube, ich werde jetzt wieder auf die Krähenfüße umändern. So. Wieder auf die Krähenfüße umgewechselt. Die bringen dann doch was bisschen mehr. Hui. Die sterben relativ schnell. Da ist noch Gold, das nehmen wir mit. Den Sarg öffnen wir. So.
Alle sind so untot und müssen sterben. Was haben wir denn hier noch? Nichts. Und da auch nichts. So, da haben wir einen Grabgräber. Ja, gibt's denn sowas? Willst du also auch mal sterben gehen? Gut, dann die noch. Weiter geht's. So, einen Gang hatten wir in der anderen Krypta schon mal. So eine Konstellation, dass, wow, dass man da so komisch um die Ecke gehen musste. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nö. Dann geht's hier weiter. Ah, hab ich dich gesehen. Und damit sind wir auch... Ah, in die Mitte können wir noch gehen. Ah, da müsste dann das Seelengefäß sich aufhalten. So, einmal bitte hier schnell alles so wegnatzen. Du und da und da. Dankeschön. So, jetzt hier und dort und dir und da und da und da und da. Zack, zack, zack. Robuste Lederhose, Gold. Weiter geht's. Dann gehen wir hier in die Mitte. Und töten die wieder. Oh Mensch, das hier. Immer wieder nerven müssen. Bam, bum, bam, bim, bum. Aua, aua. So. Irgendwie hatte ich bis jetzt nur einmal Probleme mit Leben. Das Seelengefäß. Ausgerechnet diese höllische Falle. Ja, eine Minute überleben. Ja. Sollte jetzt nicht das Problem werden. Ich habe schon das überlebt. Nur ein wenig länger. Ja, halbe Minute noch. So, dann hauen wir dir mal ordentlich aufs Maul hier. Und zwar bevor die uns aufs Maul hauen. Und keep going fighting. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Und vorbei. Wie viele waren das jetzt? 45. Neuer Rekord. Meine Kraft ist zurückgekehrt. Ach, hast du dich verlassen? Habe ich aber nichts gemerkt. Da ist noch Gold. Und dann zerstören wir das Seelengefäß. Bumm. Nebenquest beendet. Und wir haben eine Lederkapuze Gold und eine vampirhafte leichte Armbrust, die uns angucken. Ohne Feuerschaden. Und ein bisschen weniger Damage. Deshalb wechseln wir nicht. Die sind alle schlechter. Also die Hüte... Die Schärpen sind alle besser, aber wir haben keine magische Schärpe bekommen. Und wir sagen jetzt, wo ist denn der Teleporter da oben? Teleportieren wir uns wieder hinaus, gehen verkaufen und gehen dann in die richtige Krypta hinab zum... Naja, der böse Boss ist es ja noch nicht. Es ist nur der... Mittelboss. Ja, ich würde zum Eingang des aktuellen Dungeon reisen. Friedhof der Verlassenen. Grober Zweihänder. Den lass mal liegen. Ey, du hast wieder was nicht aufgesammelt. Das macht mich aggressiv. Moi, Tristram. Mir doch egal. Gut, verkaufen wir das da, das da, das da, das da, das da, das da, das da. Oh, die ganze Reihe. Genau das, 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 das und das. Und den Rest werden wir verwerten. Okay,
Zack, 1, 2, 3. Und das bringen wir jetzt hier unter. So. Dann gehen wir weiter. Friedhof. Und in die richtige Krypta, das war die hier. Genau. Weiter, weiter, immer weiter. Klickeli, 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 klick. Klickeli, klickeli, klick. Links oder rechts? Links oder rechts? Geradeaus. Ich frag mich, wenn man in Real Life da durchlaufen würde, ob es dann auch diese Geräusche geben würde. Wahrscheinlich schon. Da wird dann einer hinter dir herlaufen und Soundeffekte machen. Ich möchte mal wissen, ob man das Klicken meiner Maus hört. Weil sonst ist mir das nie aufgefallen irgendwo in irgendwelchen Videos, die ich mir dann nochmal von mir angeguckt habe. Aber jetzt habe ich so oft und laut geklickt, vielleicht hört man das ja. Entweiht die Krypta, Ebene 2. Ich habe das Gefühl, die Krone ist in der Nähe. Ah. Das habe ich auch. Zerstören wir alles. Da gibt es noch was, da gibt es noch was. Da oben ist noch das, das, das. Oh. Wow, was ist das? Gleisschlund. Hui, neues Wissen. Die Unbegrabenen werden aus menschlichen Leichen gebildet, die ohne ordentliches Begräbnis in Massengräber geworfen wurden. Dieses grässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Magie zusammengehalten. All mein Wissen. Ich konnte doch nur vor ihnen fliehen. Und ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. Naja, wir haben sie getötet. Was sagst du dazu? Ah, nichts. Schade. Geht sterben! Und gebt mir euer Gold. Auch ihr gebt mir euer Gold. Oh. So wenig nur. Also nicht gerade viel. Ich hätte gern mehr Gold. Und da ist ein Totenbeschwörer. Der nervt ein wenig. Daneben. Daneben. Du Opfer. Check mal deine Skills. Haha. So. 11 Monster getötet. 11 nur. Das ist ja voll. Noobig! Naja. Da ist noch was. Da. Oh, da ist schon wieder so ein Scheiß. Ah, jetzt hat er mich getroffen. Jetzt hat er mich getroffen. Der trifft mich aber nicht. Und der trifft mich auch nicht. Boah, jetzt. Wir sterben. Jetzt hat er doch tatsächlich noch geschafft, den zu beschwören. Gut. Erst Seitengänge checken. Okay, da gibt's nichts. Dann checken wir noch hier drüben den Eingang. Ob vielleicht da noch irgendwas ist. Dein Sack. Und ein Teleporter. Aber als erstes holen wir uns die Krone. Altar des Kanzlers. Nein! Wow. Ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Ja, dann musst du mich aber töten. Und so wie es aussieht, bist du tot.